Hallo Masters-Fans, liebe Fans der Sammlerkunst, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Giganten-Fantum. Was gibt es wieder Neues im Merchandise-Universum unserer Giganten? Ja, eine neue Figur. Und der fleißige Zuschauer von Bumo TV hat ja gestern schon das Video gesehen, wo ich die Princess of Power, ja, She-Ra ausgepackt habe. Ich kann euch nochmal sagen, eine richtig tolle Figur. Ja, so wie, ja, so fast wie im Filmation-Style. Sie ist wie im Filmation-Style. Richtig geile Figur. Kann ich euch wärmstens ans Herz legen, wenn ihr Cherry-Picking macht, würde diese Figur doch sehr schön bei euch im Regal passen, ja? Samt Verpackung oder vielleicht ausgepackt. Das müsst ihr mal für euch ausmachen. Und welchen Kopf, das habe ich gestern vergessen zu fragen, welchen Kopf von She-Ra findet ihr besser? Den ohne Visier vor den Augen oder mit dem Visier vor den Augen? Dürft ihr gerne auch unten hier unter diesem Video posten oder unter dem Video von dem Unboxing der Princess of Power She-Ra. So, wir kommen heute zur nächsten Figur. Es ist Zodek. Ja, Zodek, da freuen sich sehr, sehr, sehr viele drüber. Ja, der ist wirklich im Netz sehr gut angekommen. Und ich muss sagen, der sieht auch hier richtig gut aus. Mega cool. Ich habe das Gefühl, mit jeder Figur der Masterverse-Reihe werden die Figuren besser. Ha. Bevor wir jetzt Zodek auspacken, ja, da bin ich schon richtig heiß drauf, schauen wir uns erst einmal ihn samt Verpackung einmal an. Zodek, der kosmische Wächter des Universums. In den Hörspielen stand er weder auf der Seite von He-Man noch auf der Seite von Skeletor. Bei den Filmation-Cartoons war es natürlich eindeutig, er zählt zu den Guten. Er stammt hier aus der Masterverse New Eternia Toyline. Ja, diese Figur sieht man hier, ist ab 6 Jahren aufwärts empfohlen. Ja, wenn man ihn schon in der Verpackung sieht, oder? Wie geht es euch? Man möchte ihn doch sofort auspacken. Auch Zodek hat hier dieses Hologramm 40 Jahre Masters of the Universe. Auf der Seite steht natürlich sein Name. Und auf der gegenüberliegenden Seite gibt es wieder ein atemberaubendes Artwork von Nate Baird. Hier sieht man Zodek einmal von der Ferne und einmal ganz nah von seinem Kopf. Und hier sieht man noch einige Figuren, die in der Wave erschienen sind, unter anderem He-Man und Skeletor aus der He-Man 21-Serie, die auch als Masterverse-Figur erschienen sind. Erste Fotos habe ich schon im Internet gesehen. Und natürlich hier Zodek und Catra. Ja, da wollen wir Zodek mal aus seinem Karton befreien. Da freue ich mich auch richtig drauf, dass ich Zodek bekommen habe. Ich finde Zodek eine richtig tolle Figur. War zwar nie meine liebste Figur von damals, aber wer regelmäßig Giganten das Fanmagazin verfolgt, da gab es ja einige Videos unter meiner Rubrik Meine Erinnerungen an. Und da war oftmals Zodek das Thema, ja, weil Zodek hatten wohl sehr viele damals von euch in euren Kinderzimmern. So, packen wir ihn aus. Ja, hier natürlich die graue Gesteinswand. Na, Tradition, auch da lässt es weiterhin verfolgen. Und so sieht Zodek hier in diesem Blister aus. Ne? Was er mit dabei hat, ist erstmal sein kosmischer Stab, seine Pistole, Wechselhände. Ja, das ist das Zubehör, was er mitbringt. Ja, wollen wir ihn mal schnell befreien. In den Hörspielen fand ich ihn richtig toll. Seine Stimme, mega, mega cool. Bleibt mir noch richtig im Ohr hängen. He-Man, Skeletor, du wirst ein Sieger sein. Ein Sieger. Es wird mir auch im Ohr hängen bleiben von der Folge 13, Skeletors Sieg. So. Ihr könnt ihn auch gerne mal unten reinschreiben, ja. Während ich ihn hier befreie von seinen Gummibändern, könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie fandet ihr denn Zodek? War es einer eurer Lieblingsfiguren oder war es so eine Figur, ja, die hatte man halt, ne? So, hier ist noch einer. Und ich erzähle euch nochmal die Anekdote, von den Masterverse-Figuren hole ich mir immer nur einmal. Ich packe aus und tue sie anschließend wieder in den Karton rein, genau im Gegensatz von den Origins.
Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo ich die Figur zweimal habe. Zum einen erstmal He-Man und Skeletor habe ich doppelt, dann Scareglow und jetzt der Anniversary He-Man, der jetzt auch nächste Woche eintreffen wird, den ich natürlich hier auf meinem Kanal auch präsentieren werde. Da bin ich ja schon alleine gespannt wegen der Verpackung. Die ist genauso, wie man sie von den Origins oder von den klassischen Masters-Figuren her kennt, dieses rote Gestein. Ich glaube, wenn dieses rote Gestein hier auf den Masterverse-Verpackungen wäre, würden sich die Figuren noch ein Ticken besser verkaufen. Ja, das wäre denn auch ein bisschen Kindheit pur. So, nur meine Meinung. Jetzt muss man gucken, wie man das Ganze rausbekommt. Erstmal seine Waffe, seine Laserpistole. Was hat aber geknallt gerade? Mein Gott, ich dachte schon, ich hätte die in zwei gerissen. Die auswechselbaren Hände, die hier Fäuste darstellen, lasse ich so genauso wie bei der She-Ra, lasse ich drin, werde ich nicht wechseln, weil man kann hier auch die Gliedmaßen kann man hier austauschen, wie die Hände, da kann man natürlich ihn noch ein bisschen cooler machen oder entcoolen, wie auch immer ihr möchtet. Hier sind zwei Stäbe bei, kann man die zusammenstecken, sehr wahrscheinlich. Einmal, cool, kann man hier zusammenstecken. Dann hat man einen Stab. So. Man kann auch während man Fernsehen guckt, kann man ein bisschen damit ein bisschen in den Fingern spielen. Ne? Und ein bisschen so wie im Karnevalsverein, da kann man so, ne? Funke Mariechen Tanz. Und Quatsch. Nein. Nein, natürlich nicht. Oder man kann sich damit die Fingernägel sauber machen, geht auch. Ne? Es ist so ein Multifunktionsstab. Oh, ist raus mit dir, Sodek. So. Wieder ein bisschen wieder richten, damit ich nachher wieder zusammenführen kann alles. Jetzt ist wieder so eine Figur, wo ich sage, ja, 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 cool, cool, cool. Er hat auch einen tollen Gürtel, sehe ich gerade hier, ne? Ein Gürtel, Moment, aber das ist jetzt hier auf, Moment. Dann kann man sehr wahrscheinlich seinen Stab hineintun, befestigen. Moment, das ist offen hier hinten. So, jetzt gucken wir mal. Oder ist das für die Pistole? Ich könnte auch sein für die Pistole, ne? Oder für den Stab ist doch zu weit. Oder? Nee. So, sieht doof aus. So? Ich weiß es nicht so. Nein. Das meinen sie doch nicht so, oder? Oder das, bei Pistole wäre doch sinnvoller. Ich gucke mal. Pistole geht auch. Könnte man auch so machen mit der Pistole, an der Seite. Weil dieser Gürtel hier, diese, wie nennt man das, dieser Waffenhalter, ne? Kann man auch so machen. So hat er zwei Penisse. Nein, Schatz. Ja. So als Waffenhalter, ne? Aber das ist, glaube ich, sinniger als mit diesem Stab. Naja, gut, aber nicht schlecht. Oh, jetzt sind wir auseinander. Der stabilste ist hier nicht. So, einmal. Moment. Ja. Auch hier muss man erstmal was friemeln, damit er gut steht, weil er. Moment. Standfestigkeit. Mittlerweile überprüfe ich das relativ als erstes, wie die Figuren im Stand sind, weil einige Figuren, das war auch zum Beispiel Scareglow oder Fisto und Stinkor, die waren bei mir fürchterlich im Stand. Ja, die waren sehr wackelig. Da musste man wirklich minutenlang justieren, bis sie gestanden sind. Jetzt geht es hier eigentlich relativ, geht es hier. Ja, ach, toll. Mega cool. Man kann natürlich auch hier Kopf abmachen, seine Hände kann man abmachen. Wie ich sagte, man kann darauf, kann man hier die Fäuste kann man hier einsetzen. Möchte ich jetzt nicht machen. Cool. Er sieht wirklich so aus, fast so aus wie früher. Eine sehr schöne Figur geworden. Auch der Paint Shop, gucke ich gerade mal. Da kann man nicht meckern. Da ist keine Farb. Beschmutzung da oder die Farbe, die verwischt ist. Nein, die ist top. Top bemalt.
Man kann natürlich auch hier, kann man seine Rüstung abnehmen. Das konnte man bei She-Ra nicht, weil die Rüstung war draufgemalt. Ja, gut, der Rock, der war drumherum, den kann man nicht abmachen. Hier ist es so, man kann hier die Rüstung, kann man hier abmachen. Ja, man kann ihn mit dem nackigen Oberkörper, kann man ihn hier zurücklassen. Ich gucke gerade mal, ich muss mal, gucke ich jetzt mal, ich möchte ihn schon mal entkleiden. Man muss ja schon sehen, was man da gekauft hat, ne? Moment. So. Da muss man den Kopf abmachen. Ich mache auch mal hier kurz die Waffen ab. Ja, dann sieht man seine behaarte Brust. Und im Endeffekt, guck mal hier, das ist genau der gleiche Body wie all die anderen Masterverse-Figuren von den Männern her. Das ist nichts was anderes. Da haben sie keine neue Gussform genommen. Ne? Man hat den gleichen Oberkörper, wie man ihn halt von den anderen Masterverse-Figuren her kennt. Ja, er hat auch 30 Gelenkpunkte. Ja, man kann ihn in 30 verschiedenen Posen, kann man ihn hier bewegen. Jetzt muss ich mal kurz wieder ranmachen. Moment. Ludwig, falls ihr euch wieder fragt, wo Ludwig ist. Ludwig, ja, er liegt wieder im Bett. Er hat wieder keine Lust, heute vor die Kamera zu treten. Er ist heute nicht Social Media confirm gekleidet oder auch in seiner Verfassung, wo er sagt, ja, er möchte heute in Kontakt mit seinen Fans treten. Vielleicht in einem der nächsten Videos ist Ludwig wieder hier mit am Start. Das ist aber auch eine Frimmelei, gerade das hier den Gurt wieder reinzubekommen. Ach, ich als alter Grobmotoriker ist das gerade kein Fest für mich, die Figur wieder so in den Zustand zu bekommen, wie ich ihn entpackt habe. Moment. Aber es dürfte jetzt kein Problem sein. Es ist wieder befestigt. Ja, ein bisschen fummeln tut gut. So, ja. Ja, wie findet ihr Zodek? Ja, ist es auch eine Figur, die ihr toll findet aus der ganzen Masterverse Wave? Habt ihr euch ihn bestellt? Diesen gab es nämlich bei Smith Toys, genauso wie She-Ra. Die verschicken die schon. Und der ein oder andere Online-Store hat diesen auch schon, beziehungsweise das befindet sich da im Zulauf. Ja, so ist der Stand bei der Produktion dieses Videos. Das sieht natürlich schon anders aus, wenn ihr dieses Video in einem Monat, in einer Woche, einen Monat, ein Jahr guckt, ne, dann ist das schon alles längst hier. Das sind ja schon alte Figuren. Das ist immer das Fesselnde, ne? Aber schön, wenn Leute noch mal in ein paar Monaten, ein paar Jahren auf dieses Video stoßen sollte. Würde mich freuen, wenn ihr da mal auch kommentieren würdet, dass ihr es dann gerade geschaut habt und euch dann diese Figur vielleicht noch geholt habt oder vielleicht, dass diese Figur gar nicht mal vorrätig ist. Egal, kommentiert. Ihr dürft immer kommentieren unter meine Videos. Würde mich auf alle Fälle freuen. Damit beschließe ich die heutige Ausgabe von Giganten Phantom. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auch wieder in den nächsten Tagen mit den nächsten Unboxings von neuen Masterverse-Figuren, wie zum Beispiel diesen Anniversary. He-Man, Catch Rush hat noch sich angekündigt. Origins-Figuren werden im September erscheinen, wenn es gut geht. Ja, das Programm bei Boomo TV ist wieder pickepacke voll mit Master-Stuff. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei bei einem der nächsten Videos hier auf meinem Kanal. Bis dahin bleibt weiterhin gesund und vor allen Dingen bleibt sammelwütig. Tschüss.